got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dead Island 2. Ich habe mich das letzte Mal ein bisschen ablenken lassen und bin da über den Strand getingelt und habe ein bisschen rumgetötet von diesen, naja gut, die sind ja eigentlich schon tot, ne? Ein bisschen rumgeschnetzelt und ja, es wartet auf uns jetzt hier dieser Drachentöter oder sowas. Überprüfe den Parkplatz hinter Lennys. Gucken wir doch mal. Hallo? Ah so, jetzt ächzen. Ächzen, ächzen. Und ich hoffe mal, dass wir... Was ist jetzt? Was ist jetzt? Jetzt kommt dieses Ding plötzlich runter. Na super. Ach, und der hat auch noch Feuer. Okay. Let's do this. Let's do this. Weg, 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 weg. Oh nein, ich wollte jetzt eigentlich da dran vorbeirennen. Kannst du rennen? Springen darfst du, das ist mir egal. Oh, ich habe keine Munition mehr. Also manchmal denke ich mir auch, ne, rennst du jetzt oder rennst du nicht? Und dann fliegt doch das Ding auch in die Luft, oder nicht? Ne, okay. Du brauchst eh nur noch 2-3 Schuss und dann ist vorbei. Denke ich mal, ups. So, was hast du da alles? Lauter Zeug, was ich nicht einsammeln kann. Okay. Ja, das kommt, hör auf zu brennen. Ist egal. Haben wir es gesammelt? Gross. But this is gonna do some really cool stuff. Okay, leider habe ich dir jetzt nicht zugehört. Das tut mir jetzt echt leid. Du kommst raus. Dich habe ich extra rein, weil du als Ersatzdienst. Du wirst aber dann wahrscheinlich auch wieder rausgeschmissen. So, was ist denn jetzt da? Warum ist denn das jetzt da plötzlich runtergekommen? Keine Ahnung. Ah, hat es jetzt aufgehört zu brennen. Okay. Du hast nichts weiter einstecken. Wie ist es bei dir? Nein. Kann ich da jetzt aufmachen? Dankeschön. So, wir müssen mal da noch durchgucken, ob ich hier noch irgendwas habe. Da haben wir... Oh, da ist nochmal ein Medikit. Infiziertes Fleisch. Also ich sammle ganz viel von dem infizierten Fleisch ein. Dann haben wir hier noch ein mutiertes Organ, das über 2 Kammern voller Chemikalien verfügt. Während diese kombiniert lösen, löst das eine Explosion aus. Okay. Was haben wir noch? Das da. Zombiefleisch. Besonders nützlich bei der Herstellung von Gegenständen, die Zombies anlocken sollen. Was ist das? Beschädigte Silikonimplantate von Zombies, die sich früher plastischer Chirurgie unterzogen hatten. Okay. Die übergroße aufgeblähte Milz eines Zombies, gefüllt mit verfaulenden weißen Blutkörperchen. Ja, wunderschön. Dann haben wir hier noch mit einer ätzenden Flüssigkeit durchtränktes Zombiefleisch. Deren Destillat kann die meisten organischen Materialien mit Leichtigkeit schmelzen. Die Wirbelsäule eines Zombies, gefüllt mit infizierter Flüssigkeit. Was kann ich eigentlich damit machen? Das sind die brennbaren Flüssigkeiten. Weil Luftkontakt extrem brennbar. Das ist alles zum Bauen, ne? Und dann haben wir hier noch ein verstörend großer Armknochen, umhüllt von neu gebildeten Knochenmutationen.
Na super. Schlüssel, was habe ich da jetzt für neuen Schlüssel bekommen? Schlüssel zum Lennys Parkplatz. Ach so, na ja, gut. Den haben wir jetzt aufgesperrt. So, haben wir da noch irgendwas? Nö. So, du brauchst eine Unterhaltung? Und tschüss, oder? Nee. Wieder Kiefer auf halb acht kennt es jetzt. Okay. Also sonst haben wir da nichts. Ist in Ordnung. Ihr wollt mich jetzt nur mal genauer umschauen. So. Kommt man da vielleicht hoch? Ne, ich glaube es nicht. Okay, und da ist immer noch Feuer. Also da reinkommen tut man auch nicht. Da würde ich gerne mal reinschauen, aber geht nicht. So, wohin müssen wir denn als nächstes? Sag Alex, dass seine Trainingskumpels jetzt richtig tot sind. Alles klar. Dann sagen wir ihm das mal. Machen wir hier mal ein bisschen mit Strom. Irgendwas fallen lassen? Nö. Also wenn du nicht Zombie bist, dann weiß ich auch nicht. Proteinriegel, Ich muss ein bisschen das Ausweichen üben. Komm mal her. Komm her. Infiziertes Fleisch. Bleiben. Was geht denn los mit dir? Da liegt nichts. Okay, da haben wir noch mal einen Spritcontainer. Liegt da noch irgendwie Beute oder sowas? Ja, ne? Ja, ja, ich weiß schon. Ich laufe da gern durch. So, in die Richtung müssen wir. Stachelgeher. Was haben wir da nochmal? Oh. Hast du irgendwas fallen lassen? Nein. Warum wollt ihr da rein? Ist da ein Schlussverkauf? Was haben wir denn da noch? Oh. Gibt es da irgendwas Besonderes? Nö, ne? Da haben wir mal was liegen, was wir wieder zerlegen können. Aber ansonsten... Ich weiß nicht, warum wolltet ihr da rein? Warum kann ich da nicht rein? So, du hast auch nichts fallen lassen. Da haben wir Chemikalien. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Doch, da haben wir was. Okay. Ja. Ocean Walk Café. Hätte ich zu gerne mal was gegessen. Oh. Metallteile und irgendwas Schießpulvermäßiges. Achso. Ja, okay, ist ja in Ordnung. Komm her.
will ja nur ein bisschen rumprobieren mit dem Ausweichen und sowas. Nein, du kannst das Schwert nicht nachladen. Ich drücke so häufig auf R, ne, um nachzuladen. Geh du ins Feuer, bitte. Oh, hallo. Nur Geld liegen lassen. So, du warst mir jetzt plötzlich im Weg gestanden. So, hast du was fallen lassen? Nein. Doch, hat irgendwas fallen lassen. So. Ach, so ein kleiner Spaziergang am Strand ist doch nice, oder? Da, da, da. Also irgendwie reizt mich ja schon mal dahin zu fliegen. Nach L.A. oder so. Aber ich bin nicht unbedingt ein Freund von Amerika. So, ah, da haben wir noch ein Draht. Schießpulver. Ich muss schauen, dass ich ein bisschen was sammle, weil ich habe so viel Zeug jetzt halt ausgegeben. Mal rein. Okay. Du bist aber nicht sehr weit gegangen für einen Geher. So, Proteinriegel. Scharfkantiges. Chemie. Ach, wunderbar. Da kann man alles kaputt machen, ne? Außer die Platten. Oh, was haben wir denn da? 17 Dollar graben, jetzt ernsthaft. Geschäfte sind aber nicht gut gelaufen, muss ich sagen, ne? Dann in dem Moment. Okay, haben wir das da? Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Du bist auch nicht mehr lebendig. Na gut, dann gehen wir halt einmal in die Richtung. Oh, schön. Einkaufsmeile. Was haben wir denn da? Ich muss ja eh in die Richtung, also von daher. Achso, ja, da komme ich nicht rein. Ach stimmt, ja, da ist der Bodybuilder rausgehüpft, den ich mal erwähnt hatte. Als ich da vorbeigelaufen bin, kam er plötzlich rausgehüpft. So, war da nicht gerade eine Polizistin oder Polizist? Nö, ne? Geh weg. Ja, dich habe ich schon gesehen, ne? So, macht's mal gut, ihr beiden. Haben wir da noch irgendwas? Nö. Ach, wer steht denn da? Auf! Es war ein Fehler, da heute rauszugehen. Kleber haben wir da. So. Einmal rein hier. Dann können wir wenigstens auch mal die Waffen wieder reparieren. Ich habe schon Gummibeine. Ich bin durch. It's done. Both of them? Yep. Was it, you know, respectful? Oh. Oh, well, okay, so how you saw me fight before? That was like my, standard style. But for cases like these, friends, family, that kind of thing, I have a much more, dignified technique. They went, you know, peacefully, really. Tell them not to skip leg day. Every time. It's obvious you were the brains. I bet they could use your smarts at the Sterling Hotel. Why don't you guys come with? Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. Kai's pop-up store may yet pay off. No. So how do I reach the Sterling? Get into the big army base on the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone.
Doesn't sound too hard. Thanks, Alex. Okay, dann schauen wir mal, ob wir da hinkommen, weil gesehen haben wir ja diese Burg schon. Machen wir mal die Fähigkeiten auf. Wir haben hier anscheinend irgendwas Neues, was wir auswählen können. Gucken wir mal. Was haben wir da? Der Aufruf. Starte deine Urschrei-Therapie. Dein Schlachtruf füllt Gesundheit auf und entfernt schädliche Statuseffekte von dir und Teammitgliedern in deiner Nähe. Das ist aber dann etwas... genau, also ich würde das hier gerne lassen, weil das ist eigentlich wirklich ganz gut. Wie ist es hiermit? Gutes Gedankenblock, Ausweichmanöver füllt Gesundheit auf. Okay, das könnte ich eventuell... Das könnte ich eventuell austauschen, oder nicht? Aber wie mache ich den Schlachtruf? Gesundheit, hm. Ich schau mal halt einfach mal. Es wird schon passen. Ansonsten ist jetzt nichts Neues. Storyquest abgeschlossen. Der Drachentöter seltene Nahkampf für Sänger-Mod haben wir bekommen. Gehen wir eher mal daher, dass wir mal unsere Sachen hier reparieren. So, das Ding müssen wir, glaube ich, eh recyceln. Das Ding können wir recyceln, weil das ist ja auch grau oder schwarz oder wie auch immer. So, die zwei Dinge können wir verkaufen. Und das da möchte ich mir nochmal genauer anschauen. Jetzt schauen wir erst einmal bei Herstellen. Das da haben wir ja immer noch nicht. Kann ich mir... Ja, bitte. Schießpulver und Metallteil. Ich muss mal gucken. Ich muss wahrscheinlich mal rausgehen ganz kurz und das Gewehr nachladen, weil ich kann nicht mehr wie... aufmachen? Danke. So, gehen wir mal auf die 1. Nachladen. Falsche Richtung. Und tun wir das dann mal nachladen. Und bei... Ja, komm, und das laden wir auch nach. Das passt schon. So, wir schauen uns mal das Messer hier an. Ob ich das irgendwie... aufpushen kann. So, F1 Stufenanpassung. Warte mal, habe ich das irgendwo anders auch? Upgrades habe ich ja hier nicht mehr gehabt, ne? Ne, da habe ich nichts mehr. Okay, Upgrade Stufenanpassung. F1. 4 Stufe von 11 auf 16. Hätten wir wesentlich mehr Stärke. Das ist natürlich... ja, nice, ne? 8200 kostet es. Ich würde sagen... machen wir F1. So, damit haben wir hier schon mal 379 Schaden. Bei dem würde ich erst einmal schauen, dass wir die Upgrades drauf machen. Deine Waffe kann Feuerschaden zufügen und erhält einen moderaten Schadensboost bei aufeinanderfolgenden Treffern. Zudem tritt der Effekt entflammt in Kraft. Ich glaube, die da ist etwas besser, ne? So. Oh, was brauche ich da? Brennbare Flüssigkeit brauche ich da. Okay. Instabilität. Wenn du einen kritischen Treffer landest, besteht eine Chance, dass beim Aufprall eine Explosion ausgelöst wird. Das will ich. Also auf jeden Fall mal hier mehr Schaden. Aber wir brauchen hier eine brennbare Flüssigkeit. Jetzt ist nur die Frage, ob du eine brennbare Flüssigkeit hast. Das ist Schießpulver. Schießpulverstoff, Chemikalien, Legierung, Metallteile, Elektronikteile. Okay, nee. Inventar ist voll. Okay, also kann ich die jetzt... Ich kann nur 3 Stück von den Dingern einstecken. Das ist sehr komisch. So, hier bin ich dann ein bisschen vorsichtiger. Eine Pumpgun brauche ich jetzt halt nicht. Okay, verkaufen. Da muss ich jetzt halt wieder aufpassen. Also auf jeden Fall, der Knüppel kommt weg. Und der Knüppel kommt weg. Und das war's. Ansonsten, hier wird nichts verkauft, würde ich sagen. Können wir noch irgendwas anderes kaufen? Nee, ne? Gar nichts. Puh. Okay, dann reparieren wir... Ach nee, Stufenanpassung wollte ich mal machen.
Okay, dann schauen wir nochmal wegen Upgrades, weil wenn ich jetzt keine brennende Flüssigkeit habe, dann muss ich irgendwas anderes machen. Kraft, erhöht den Schaden, verringert dadurch die Haltbarkeit. Aber ich habe ja die Schadenserhöhung ran. Genau, Gliedmaßenschaden und Haltbarkeit. Dann ist es doch, glaube ich, ganz gut, oder? Genau, das haben wir. So, dich tun wir reparieren. Und dann hätte ich im Grunde vier Waffen. Schauen wir mal hier nochmal. Stufenanpassung. Ja, das können wir machen. Damit haben wir 389 Schaden. Können wir hier auch? Ja, hier können wir auch Stufenanpassung machen. Cool. Kann man hier irgendwas machen? Stufenanpassung auch bei den Gewehren? Naja, dann ist es so schlimm hier eigentlich nicht, oder? Dass ich da die eine Schrotflinte da versehentlich verkauft habe. Schon 16, Stärke 300, okay. Weil die halt nicht viel Schaden macht, aber die glänzt halt durch ihren Feuerschaden, ne? So, Stufenanpassung. Jetzt haben wir nur noch 229 Dollar. Okay, nee, das passt ja dann. Hier haben wir jetzt halt alles abgegradet. Also ich bin eigentlich zufrieden. Herstellen, Munition, genau, da wollte ich nochmal machen. Sofern es geht, Schießpulver brauche ich. Du hattest doch noch Schießpulver, oder? Oh, ich kann das nicht kaufen, oder? Doch, Schießpulver. Einmal. Mehr hast du nicht, ne? Hattest. Moment, herstellen. Okay, es fehlt noch eins. Schade. Pistole habe ich keine. Okay. Strandvergnügen. Auf in die militarisierte Zone. Jawohl, das wollen wir auch machen. So. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen meiner Muni. Wir müssen ja direkt zum Strand. Schauen wir mal. Genau, und da ist diese Burg. Dumm, Batz, hörst du auf, mir zu folgen? Das geht ja wohl überhaupt nicht. So, bloß gedacht, was muss der jetzt halt hinter mir herhecheln? Gibt's hier irgendwas? Mal neue Klamotten oder sowas? Scharfkantiges und Legierung. Dass die hier überall so Gasflaschen rumstehen haben, ja? Also ich wüsste jetzt nicht, für was das sein soll. Naja, gut, hier schon, ne? Wegen dem Grill, aber sowas stellt man doch nicht neben dem Grill, ganz ehrlich. Ah, das kann ich einfach weglaufen. Stachelgier. Geh weg. Was liegen lassen? Nein. So. USMC Monica 2. Military Personnel Only. Lass uns erst mal hier noch rumschauen, weil vielleicht finde ich auch da in dem Auto noch was. Außer vielleicht eine Alarmanlage. Nö. Nix, nix, nix. Oh, wir könnten uns ein Eis holen, ha? Hä? Wo ist jetzt der Zombie hin, der da gerade war? Hallo? Da ist doch gerade einer gelaufen. Komm her. Proteinriegel brauchen wir nicht. Da irgendwas? Nö. Hier bei den verbrannten Autos irgendwas? Nö. Aber wir müssen da schon rein, ne? Hallo? Ui! Du bist ein Arsch, hä?
sorry, ich habe mir da eine Brille runtergeschmissen. Na, ihr fühlt euch auch wohl, oder? Kathleen? Schauen wir mal bitte vor. Das interessiert mich, die haben eine schöne Sandburg hier gebaut. Das ist wenigstens mal eine Sandburg, ne? Ist halt doof. Können auch mal ein bisschen schwimmen. Kann man hier überhaupt schwimmen? Ich glaub's nicht. Aber wenn, dann sollte ich lieber Strom nehmen, oder? Jupp, brutzel, brutzel, passt. Hey! Was soll denn das? Du warst doch schon eigentlich dort. Jawohl. Geld, irgendwas? Komm her. Ups. Okay. Also ich glaube, hier wird man auch nichts finden in dem Ding. Aber das finde ich ja so krass. Also mit dem Strand, das finde ich so toll. Alarm? Nein. Jetzt echt? Machen wir mal so. Ihr seid nämlich ein paar. So, ich drop's euch daher, ne? Bitte schön. Barbecue am Strand, ne? Bisschen Geld. Da haben wir noch ein bisschen Geld. Proteinriegel, der ist mir zu Blut verschmiert. Kann man hier vielleicht noch irgendwas finden? Toilette, klopf, klopf, jemand drin? Komm her. So. Dann haben wir mal ein bisschen wieder aufgeräumt hier, ne? Aber ihr Hampel musstet jetzt unbedingt dieses Giftfass umschmeißen, oder? Ich wollte nämlich eigentlich da mal reingucken oder hingucken, ob es hier irgendwas gibt. So, da kommt wahrscheinlich einer raus. Oder auch nicht. Hey, cool. Was haben wir denn da? Oh, eine Werkbank sogar. Das ist ja nice. Medikit, Medikit, brauchen wir nicht. Na komm. Achso, Reparatur ist 401. Ich habe ja kein Geld mehr. Naja, wenn wir schon wieder zusammenkriegen. Vor allem, wenn wir dann da drin sind in dieser Base. Ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erst einmal vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao. Sam B got the thing that go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do